meine allererste Party, als ich nach Berlin gekommen bin, noch gar keine Ahnung von Techno hatte und von so Techno, Drogen, was weiß ich, diese ganze Sache, war meine allererste Party das Berghain. Zum Beispiel auch im Berghain, so, also da war zum Beispiel so eine Sache, dass ich auch mal nicht reingekommen bin. Im ersten Moment natürlich, ja gut, scheiße, jetzt bin ich da nicht reingekommen. Auf der anderen Seite war es aber, hey, du wurdest irgendwie als Person gesehen und nicht so, ja, okay, der ist im Rollstuhl, lass mich mal rein, dass er eine gute Zeit hat. So, der hat sonst so ein schweres Leben, jetzt mal so in Anführungsstrichen. Ich bin Raphael, ich bin 24 Jahre alt und seit meinem 14. Lebensjahr sitze ich im Rollstuhl aufgrund einer unheilbaren Nervenkrankheit. Die Krankheit heißt HSP und die lässt sich so beschreiben, dass eben aufgrund eines Gendefekts die Nervenbahnen im Rückenmark geschädigt sind oder sich nicht ausbilden können. Und im Laufe der Zeit, das ist halt ein schleichender Prozess, bilden sich diese Nervenbahnen zurück und mit der Zeit verliere ich immer mehr die Gehfähigkeit und werde dann irgendwann an den Rollstuhl komplett gebunden sein. Es klingt erstmal hart, wenn man weiß, so die Krankheit ist unheilbar und es gibt keine Heilungschancen. Und grundsätzlich verschlimmert sie sich. So, es gibt halt einen progressiven Verlauf, dass es immer schlimmer wird. Und der Worst Case ist eben, dass ich irgendwann gar nicht mehr laufen kann. Im Moment wohne ich in der WG in Schöneberg. Da wohnen wir zu zweit. Wir sind aber zwei gute Freunde, die zusammengezogen sind. Und eben hier ist auch eben eine Situation, dass eben seit 2 Jahren der Aufzug kaputt ist. Und zum Glück ist die WG noch im ersten Stock. Aber da muss ich auch jeden Tag den Rollstuhl hochtragen. Und dann kriege ich immer so Bemitleiden von den Anwohnern hier. Irgendwie so, ja, krass, wie du das immer machst, so tust mir voll leid. Und denke ich mir so, okay, klar, ist irgendwie auch nervig, aber ich denke mir so, gut, dann wandle ich das ein bisschen um und sage so, dann ist es halt irgendwie Training für mich. Und solange ich noch weiß, irgendwie jeden Tag, ich kann meinen eigenen Rollstuhl die Treppe hochtragen, weiß ich, okay, das ist noch irgendwie gut. So im jetzigen Stand bin ich relativ zufrieden, was noch möglich ist. Und was man eben machen kann, ist, dass man zum Beispiel durch Sport oder eben durch Physiotherapie halt so ein bisschen dagegen arbeitet und so ein bisschen sich dann eben versucht, das zu erhalten, was noch eben da ist. Als Jugendlicher habe ich die große Leidenschaft beim Schwimmen gehabt und habe große Ambitionen gehabt und habe das eine Zeit lang als Leistungssport eben gemacht. Und mit dem großen Ziel, irgendwann mal Paralympics mitzuschwimmen, also die Olympiade. Aber das habe ich dann irgendwann wieder verworfen, weil eben dieser Leistungssport eben beinhaltet, dass man einfach nur noch für diese Idee lebt oder für dieses Ziel lebt. Und das hat mir eben nicht gereicht oder nicht das abgedeckt, wofür ich noch gerne lebe. Deswegen habe ich dagegen entschieden dann. Aber ich kann halt eben jetzt in meiner Arbeit eben ein bisschen diese Leidenschaft weiterleben, weil wir eben auch bei unserem Träger eine Schwimmgruppe haben, wo wir uns immer einmal die Woche treffen mit einer Jugendgruppe und mit Jugendlichen, die die Fluchterfahrung haben. Und da gehen wir einmal die Woche ins Schwimmbad und üben mit denen Schwimmen und machen denen Abzeichen und so. Und da kann ich das sozusagen wieder alles ein bisschen aufleben lassen. Das ist so eine Standardfrage, die sie stellen, wenn die zum ersten Mal dabei sind, dann immer so, ja, kannst du überhaupt schwimmen oder kommst du auch mit rein? Und dann so, ja, wie geht das so, wie geht das überhaupt mit Schwimmen? Und dann sage ich so, ja, dann können wir ja gleich mal ein Wettrennen machen oder kannst ja gleich mal gucken irgendwie so. Und dann sehen sie immer, wie ich schwimme und dann sind sie immer so, wow, okay, krass. Und ich schwimme halt ohne Beine, also ich kann meine Beine halt nicht bewegen und ich schwimme nur mit dem Oberkörper so. Und dann sind die immer ganz so, die verstehen das halt gar nicht, wie das geht. Und dann sage ich, probier das mal so. Und dann sehen die, was das so doch für eine Herausforderung dann auch ist. Aber das hat natürlich schon irgendwie eine Wirkung auch. Ja, ich glaube auch eine positive Wirkung, wenn man das so sieht. Wir alle geben uns irgendwie vor, wir tun was Wichtiges irgendwie mit dem Handy gerade und schauen da ständig drauf. Aber wenn man eigentlich mal wirklich schaut, dann spielen die da irgendwie so Candy Crush oder so. Mich nervt das richtig krass. So. Man kann mich anrufen, wenn was dringend ist, ansonsten, ja. Das einzige Problem, was ich festgestellt habe, ist, wenn man tatsächlich reisen ist. Also ich war jetzt letztes Jahr in Indien und da ist es schon ziemlich schwierig, ohne Smartphone klarzukommen. Also wenn man halt gar nichts machen kann, dann kannst du irgendwie nicht mal irgendwie in den Flughafen reinkommen irgendwie ohne ein Smartphone, weil irgendwie alles online läuft, irgendwie mit Check-in und so. Oder irgendwie mal zu wissen, wo du eigentlich bist oder irgendwo, wo du hinkommst, irgendwie mal bei Google Maps irgendwie gucken. Dafür wäre so ein Smartphone schon ganz gut. Aber ansonsten, also hier brauche ich es halt einfach wirklich nicht. Wenn ich reise, dann habe ich so eine alte Analogkamera mit halt normalem Film drin. Und das finde ich irgendwie ganz schön, weil ich mir so denke, es hat auch so eine bestimmte Zahl und dann sage ich mir auch nur, okay, ich nehme irgendwie 3 Filme mit
Und dann sind es 36 Filme, dann sind es ungefähr 90 Fotos. Und dann sage ich mir, okay, dann diese Reise dokumentiere ich nur in diesen 90 Fotos. Und wenn du dann zurückkommst und dann die Filme entwickeln lässt, dann ist es so nochmal voll die schöne Reise zurück für dich. Deswegen, so, das ist, genieße ich irgendwie dann auch. Ja, in diesen Dörfern in Indien, so, die Menschen können sich das halt gar nicht vorstellen. Und für die war es tatsächlich zum allerersten Mal, dass sie so einen Menschen so im Rollstuhl gesehen hat, der eben so reist. Und das haben die halt auch gar nicht verstanden, so, weil man eben nicht laufen kann oder so, dann ist es eben so dein Schicksal dort und dann musst du irgendwie damit klarkommen. Aber das konnte sich gar nicht vorstellen, dass man irgendwie durch die Welt reisen kann und so Orte besuchen kann und so. Dann wird man einfach angeguckt, weil man so exotisch ist, ob man will oder nicht. Aber genau, man ist da so ein bisschen ausstaffiert dann. Ja, muss man sich erstmal dran gewöhnen. Und so hat sich das durch die ganze Reise gezogen. Also es war immer, Leute sind extra ausgestiegen aus Autos, haben Bilder gemacht, sind zu mir gekommen, haben Bilder mit mir gemacht. Und ja, so, das war die ganze Zeit auf der Reise. Ich würde mal sagen, Indien ist jetzt nicht das Land, was dafür bekannt ist, irgendwie rollstuhlgerecht zu sein. Und da muss man sich schon echt an viele Situationen anpassen. Aber grundsätzlich sage ich so, ich mache es einfach und probiere es aus. Und dann wird sich auch irgendwie immer ein Weg finden. Und zum Beispiel habe ich mit 18 entschieden, okay, ich mache den Jakobsweg. Und bin dann durch halb Europa 2000 Kilometer mit dem Rollstuhl gefahren. Und es ging am Ende auch. Ich versuche immer, die schönsten Seiten des Lebens zu leben. Aber ich meine, es hängt hier von jedem selber ab, so wie du für dich irgendwie Glück erfahren möchtest oder nicht. Und ja, also mehr oder weniger weiß ich nicht. Für mich ist es voll okay und ich bin ein zufriedener Mensch und kann das so von mir behaupten. Mir fehlt nichts. Auch wenn es vielleicht offensichtlich nicht so aussieht oder so, aber es ist halt, genau, es ist halt so. Ja. Wir sind gerade auf dem Weg nach Staaken und hier arbeite ich eben als Sozialarbeiter bei Staccato. Und am Wochenende bin ich in einem Jugendclub und unter der Woche bin ich hier eben mit den Jugendlichen, mache hauptsächlich Beziehungsarbeit mit denen. Da haben wir auch so einen Treffpunkt. Staaken ist so ein Randbezirk von Spandau und der ist ein bisschen problematisch. Also es ist ein Problemkiez, klingt immer so ein bisschen nach BZ-Titel irgendwie, aber die Jugendlichen wachsen eben in diesem Milieu auf und natürlich prägt das auch und irgendwie prägt das auch einen Stadtteil und gibt so ein Bild von so einem Stadtteil wieder. Genau, also hier ist zum Beispiel, da hier spielen wir Basketball oder so im Sommer dann. Die Jugendlichen haben ihre Orte so, wo sie sich treffen, die Kids sind meist auf den Sportplätzen oder hier irgendwie unterwegs. Und dann findet unsere Arbeit halt auch draußen statt und hier begegnen wir uns irgendwie alle auf jeden Fall. Seid ihr schon fertig mit der Schule oder was? Okay. Glaube ich euch mal. Das sind halt immer so die kleinen Sachen, mit denen sie anfangen. Irgendwie hier mal ein bisschen dealen oder da mal Stress irgendwie haben oder hier irgendwie mit der Gruppe irgendwie Stress anfangen. Und da versuchst du halt irgendwie einzuwirken irgendwie. Und mit Projekten oder mit eigeninitiierten Projekten, die irgendwie da ein bisschen davon wegzuziehen. So von der Straße. Fährst du hier runter? Traust dich das? Okay. Und mein Bein gebrochen ist. Nee, nicht so wirklich. Ich kann nicht so gut laufen und deswegen sitze ich im Rollstuhl. Aber deswegen kann ich ja trotzdem hier rumskaten und so. Passt ganz gut. Wenn ich mit den Jugendlichen oder mit den Kids irgendwie bin und die so eine Wörter benutzen wie Spast oder was, behindert oder was ist das für eine behinderte Scheiße, das stört mich halt nicht so, weil es eben nicht, klar, es ist irgendwie unbewusst gesagt und es ist eben gar nicht in diesem Bewusstsein, dass man spezifisch irgendwie das irgendwie beleidigt, also denjenigen dann beleidigen möchte, sondern es ist einfach denen ihre Umgangssprache. Und dann sollte man eher, wenn man generell was gegen diese Sprache hat, dann kann man generell was gegen diese Sprache sagen. Aber jetzt speziell darauf, diese Wörter, das triggert mich jetzt persönlich überhaupt nicht. Und ganz ehrlich, ich benutze sie auch selber. Ja. Meine allererste Party, als ich nach Berlin gekommen bin, noch gar keine Ahnung von Techno hatte und von überhaupt, was das überhaupt heißt,
so Techno, Drogen, was weiß ich, diese ganze Sache. War meine allererste Party, das Berghain. Ich weiß nicht, wie ich damals da reingekommen bin. Es war auch an der Tür so, meinen so, ja, warst du schon mal hier? Ich war ganz ehrlich, habe gesagt, nein. Wusste auch nicht, wie man sich so verhalten soll, gar nichts, wusste wirklich gar nichts. Und meinen so, ja, komm rein. Und dann war das sozusagen meine allererste Feier hier in Berlin. Und dann war das auf jeden Fall eine gute Einweihung, würde ich mal sagen. Man kriegt, wenn man im Rollstuhl ist, allgemein im Leben relativ, im wahrsten Sinne des Wortes, die Türen geöffnet, so. Und die Menschen reagieren meistens so, dass sie sehr wohlwollend sind und meinen so, ja klar, irgendwie so aus einer Reaktion heraus, ja klar, lass mich irgendwie mal feiern und irgendwie, klar, kann er reinkommen. Und zum Beispiel auch im Berghain so, also da war zum Beispiel so eine Sache, dass ich auch mal nicht reingekommen bin. Und dann ist im ersten Moment natürlich, ja gut, scheiße, jetzt bin ich da nicht reingekommen. Auf der anderen Seite war es aber, hey, ja, der hat mich einfach als Person da gerade nicht auf der Party gesehen. Und das muss ich jetzt einfach so akzeptieren für die Situation, klar. Aber so, okay, du wurdest irgendwie als Person gesehen und nicht so, ja, okay, der ist im Rollstuhl, lass mich mal rein, dass er eine gute Zeit hat. So, der hat sonst so ein schweres Leben, jetzt mal so in Anführungsstrichen. Wenn man das jemandem außenstehend, der das eben nicht kennt, irgendwie versucht zu erklären, sagt so, ja, wie war denn dein Wochenende? Ja, ich war irgendwie 18 Stunden in einem Club. Dann fragen die Leute so, bitte was? Dieses da drin ein bisschen verloren gehen, so, das ist schon. Und dann kann es natürlich auch mal länger gehen. Ich war halt einmal im KitKat und da war dann auch, stand da mein Rollstuhl rum und da stehen ja so ganz viele Sachen rum, so Arztstühle und so. Da haben sich halt Leute reingesetzt und haben gedacht, das gehört halt zur Ausstattung da. Und dann meinte ich so, hey Leute, stopp mal kurz, das ist mein Rollstuhl. Bitte nicht jetzt da drinnen irgendwie was machen. Leute immer so sagen, kann ich irgendwas mitbringen oder soll ich dir was an der Bar bestellen oder so, dann sage ich immer, ist alles lieb, kann ich aber schon alles selber machen. Die Leute kommen sehr oft zu mir und haben eben Bedürfnis, irgendwas mitzuteilen, so eben dieses so, hey, schön, dass du hier bist oder ja, voll cool, dass du feiern gehst, finde ich voll stark von dir, so ein bisschen Inspiration, wo ich denke so, wow, okay, stopp mal irgendwie. So, das verschiebt irgendwie die Ebene ein bisschen so, wo ich denke so, hey, guck mal gerade, ob die Situation passt. Also es ist halt irgendwie so, die Menschen kommen halt oft zu mir und laden irgendwas mit so ihre Story halt auf mich drauf so, oder erzählen so, ja, irgendwie, ich habe einen Bruder im Rollstuhl, so krass, so ich wünsche auch, der wird das machen und so. Ich denke, ja, das ist schon, das kriege ich halt sehr oft, so, das erlebe ich sehr oft und das hat auch ein bisschen so einen Ermüdungseffekt für mich so, weil ich mir denke, Leute, guck mal, wie es mir damit geht. Ich glaube, die Menschen setzen halt immer etwas voraus, weil sie sagen halt, okay, der Typ sitzt im Rollstuhl, da muss es dem so gehen, aber die wissen ja nicht wirklich, wie es mir geht. Oder ich werde halt oft gefragt, wenn Menschen sagen, hey, irgendwie krass, kannst du mir deine Story erzählen oder warum sitzt du im Rollstuhl? Das ist so eine einfache Frage, aber die werde ich immer gestellt. Dieses so, erzähl mir deine Story und dann erzähle ich meine Story und ja, und dann habe ich irgendwie von mir was erzählt und weiß nichts über den Menschen. Und da bin ich mittlerweile auch so, hey, wenn es dich wirklich interessiert, dann lass irgendwie eine Kippe draußen rauchen oder ein Bier trinken und dann kann ich es erzählen und dann hat sich das meistens erübrigt. Was ich in meinem Leben gelernt habe, ist so eine Genügsamkeit. Und natürlich, wenn man irgendwie in die Vergangenheit schaut, dann ist es schon sehr oft so, dass man eben so, gibt es diesen Leidensdruck, wenn du eben mit Klassenkameraden nicht Fußball spielen kannst oder so. Dann fühlt man sich dann so in dem Punkt benachteiligt. Aber jetzt in meinem jetzigen Leben vermisse ich eigentlich nichts und die Dinge, die ich nicht machen kann, offensichtlich, da habe ich auch gar kein Bedürfnis, die zu machen. Und da gibt es immer für mich eine andere Möglichkeit, so auch andere Dinge für mich so zu erleben, die dann genau gleichwertig sind und genauso schön sind. Und da sage ich halt immer, wenn eine Tür sich schließt, öffnen sich zwei neue. So, das ist grundsätzlich so ein bisschen die Herangehensweise so. Und mein Leben bestätigt das bisher immer. Ja, aber ich kann nicht laufen, aber das ist auch der einzige Grund. Ansonsten gibt es keinen Unterschied, so, also wirklich nicht. Warum bekomme ich eigentlich diese Aufmerksamkeit? Klar, es ist interessant für Außenstehende, aber für mich ist es ja so, hey, das ist mein Leben, so spannend ist es jetzt auch nicht.